Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist mal wieder der Till, der bei uns ein bisschen moderiert. Ja, und wir haben heute den 5. Oktober und am 5. Oktober haben wir wieder ein Geburtstagskind, ein ganz prominentes. Hau raus. Kate Winslet. Kennst du? Ja, das war ja die von Titanic, ja, die sich da so halber nackert gemacht hat. Ja, aber ganz ehrlich, die haben ja so einen Blockbuster da gehabt, wie Titanic, ne? Ja. So ein Riesenteil. Wirklich viel reingesteckt an Geld. Der Leonardo ist ja ein guter. Und es ist ja auch ein Hübscher. Ja. Aber die hätten doch anstatt der Kate, hätten sie doch irgendwie... Oder? Ich fand die hübsch. Ach. Ich fand die sehr hübsch. Ich durfte es nur nicht sehen. Ich hatte damals eine Freundin, mit der war ich im Kino und die hat mir im Kino während der Nacktmalszene die Augen zugehalten. Ich habe die Nacktszene erst viel, viel später im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, du hast dich nach dem Kinogang hast du dich getrennt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war noch eine Weile mit ihr zusammen. Also wenn man... Nur mal ein Tipp nach draußen. Also wir haben ja hier Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Ein Angeberwissen ist ja auch, man muss sich bewusst sein, dass wenn man Nacktmalszenen im Kino nicht sehen darf, dann ist das ein Trennungsgrund. Okay. Ja, egal. Wir haben am 5. Oktober aber noch ein anderes Thema. Ja, wir hatten da mal den heißesten Oktobertag. Am 5. Oktober war der heißeste Oktobertag. Und zwar 2004 mit 27,25 Grad. Ja, seit 125 Jahren der heißeste Tag. 27 Grad? 27,25. Ein Viertel. Ja. Das bedeutet, also wir können uns aber nicht mal an den Tag wirklich bewusst erinnern, weil 27 Grad ist ja nicht so die Bombe. Aber das war der heißeste Oktobertag ever. In 125 Jahren. Ja, 125, also seit Aufzeichnung wahrscheinlich der Wetter. Ja, wahrscheinlich. So. Genau. Ja. Am 5. Oktober war der heißeste Oktobertag seit 125 Jahren. Ja, 2004. In 2004. Das ist doch mal Angeberwissen, da könnt ihr noch mal rausgehen und könnt ein bisschen angeben und sagen, hey, ich weiß was. Ja. Genau, ja, könnt ihr sagen, wisst ihr noch, als wir da so geschwitzt haben. Aber heute ist auch der internationale Tag der Seifenblasen. Oh, jetzt guckst du aber blöd. Jetzt? Ja. Ja, also ich weiß nicht, was dieser internationale Tag der Seifenblasen bewirken soll. Ich auch nicht, aber wenn du vorbereitet gewesen wärst, hätten wir jetzt Seifenblasen machen können. Habe ich nicht? Nee. vorbereitet, bla bla. Ja, ich merke das. Ich arbeite mit Profis. Ja, nee, internationaler Tag der Seifenblasen bedeutet ja, dass du die Seifen... ungestraft Seifenblasen blasen kannst. Nein. Genau, dass jedem irgendwie so Seifenblasen ins Gesicht blasen und so, ah, heute habe ich das, heute ist der nationale Tag. Ah. Ja, du kannst nichts sagen, Edgepatch. Nee, du sollst die Du sollst die Seifenblase ehren heute. Heute ist internationaler Tag. Ehren. Ehren, ja. Du sollst nicht schlecht über Seifenblasen sprechen. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Okay. Aber am 5. Oktober ist auch noch ein wichtiger Fakt. Ja, da hatten wir einen Nummer-1-Hit. Und zwar 3 Wochen lang. Welchen denn? Rick Astley. Ja, Rick Astley, kenn ich noch. Ja? Wie ist der Song? Never Gonna Give You Up. Kennst du den? Nein. Never Gonna Give You Up. Ach so, doch, ja, doch, den kenn ich. Kannst du singen? Nein. Nee. Never Gonna Give You Up. Du kannst aber auch nicht singen. Den Text, ich bin nicht textsicher. Mhm. Ich weiß ja nicht, ich bin ja nicht vorbereitet, wie gesagt. Ja. Ja. Never gonna give you up. Ja, aber wie lange war der? Gesagt, 5. Oktober bis 25. Oktober war der Nummer 1. Also knapp 3 Wochen. Ja, sag ich ja, 3 Wochen. 3 Wochen lang Nummer 1. Das ist schon krass. Vor allem, wenn das so ein Song ist. Was war in dem Oktober sonst für miese Musik? In welchem Jahr war das denn? Wann war das? 87 war ja... Da war ich in der 2. Klasse. Da war, Rick Astley war das Nonplusultra. Never gonna give you up. Ist ja egal. Ja. Das war wieder Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Jetzt habt ihr wieder ganz viel Wissen in euer Hirn bekommen über diesen Tag, den 5. Oktober. Und jetzt könnt ihr rausgehen und selbst ein bisschen angeben.
Wir sehen uns morgen. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.